Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zurück hier beim Hirsch-Comeback auf der Bergischen Land. Wir sind hier immer noch ja, beim Herrn Becker und sind am Grubbern, Kreiselecken oder wie auch immer man das nennen möchte, hier, was wir hier machen. Auf jeden Fall sind wir dabei, ihm zu helfen, ein bisschen die Felder vorzubereiten. Und sind aber auch mit diesem Feld hier gleich fertig. Dann gucken wir mal, wo es dann noch hingeht. Ich habe keine Ahnung, ob er noch mehr zu tun hat oder nicht oder wie oder was. Aber ich denke, das wird er uns gleich sagen. So. Und wir machen hier einmal. Boah, jetzt ist er da drüben. Den schmalen Streifen hier noch mit. So, wir folgen einfach mal. So, gehen wir in die Innenperspektive. Oh, tut der hier einen Staub aufwirbeln? So, jetzt müssen wir nur mal achten, dass... ich weiß nicht, ich glaube, die Fahrkünste sind nicht so gut. Da müssen wir ein bisschen Acht geben. Ein bisschen Abstand halten. Ja, sag ich doch. Sag ich doch und schon passiert es. Ach, den Acker jetzt hier? Oder wo hin? Wir folgen. Oh, ich habe die Kreiselecke die ganze Zeit angehabt. So, wenn der da anfängt, dann fangen wir auf der Seite an. Einmal ordentlich machen. Na, wie gesagt, dann müssen wir uns irgendwann noch darum kümmern, dass wir unsere Wiese oben, das Kleefeld am Hof noch mal kurz düngen. Aber das geht ja auch schnell. Und sonst haben wir erstmal auf unseren eigenen Feldern dann erstmal nichts mehr zu tun. Das ging dann alles sehr schnell. Ja gut, bei zwei Wiesen ist das auch klar, dass das nicht allzu lange dauert. So, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch mal schauen, ein bisschen am Abend dann bei eBay Kleinanzeigen wegen einem Anhänger. So, wirklich so eine schöne kleine Plattform, wo wir irgendwie mit dem Frontlader oder mit dem Weidemann einfach so eine Palette draufpacken können. Weil die Wolle wollen wir ja auch irgendwann mal verkaufen. Das ist ja so unsere erste richtige Einnahmequelle, was ja auch Wahnsinn ist. Wir haben bis jetzt immer nur ausgegeben, ausgegeben, ausgegeben. Aber Einnahmen hatten wir bis jetzt noch nicht wirklich. Oh,
Ich muss sagen, auch so mit so einer Kreiselecke ist das gar nicht mal so verkehrt. Und der Fendt sieht das Ding auf jeden Fall gut. Wäre vermutlich auch mit dem 313er gegangen, schätze ich mal. Aber lieber ein bisschen mehr Power unterm Arsch als zu wenig nachher. Ich denke mal, wenn wir das Feld fertig haben, dann sollte es erstmal reichen. Dann geht es wirklich wieder auf unsere eigenen Geschichten zurück. Ja, dann ist auch schon langsam Feierabend, denke ich mal. Es wird ja langsam 16 Uhr. Ich denke mal, ein, zwei Stunden sind wir hier noch bei, bis ich dann das Ding zurückgegeben habe und die mit dem kleinen GT nach Hause gefahren bin, ist schon Zeit, fast zum Schlafen gehen, würde ich sagen. Ich meine, wir könnten doch mal, warte mal, wir arbeiten mal mit Spurreiser. Dann könnten wir rein theoretisch auch in-game fahren. Das ist halt so wirklich die alte Technik, wo es noch kein GPS gab. Das Ding ist genau so lang, dass wenn wir den Streifen, den er jetzt da macht, mittig nehmen, eben, boah, hier rast gerade ein Flugzeug drüber, dass wir dann genau die Breite des Gerätes ausnutzen. So soll es zumindest in der Theorie sein. Wie es in der Praxis ist, ja, werden wir, denke ich mal, gleich sehen. Das habe ich nämlich mal gelernt. So, jetzt müssten wir rein theoretisch, wenn wir aus der Innenansicht fahren und uns immer auf dem Streifen halten, passt das genau. Gut, aber ich kann das auch so kommen. Wir fahren wieder normal. Das ist besser. Ich sag mal, wenn man sowas zu zweit macht hier auf dem Feld, dann läuft die Sache auch relativ schnell, muss ich sagen. Oh, ja. Ich werde schon wieder müde. Ich finde es wirklich gut, dass unsere Schafe jetzt schon mal so schön Wolle produzieren.
Die Frage ist na klar auch, da müsste man auch mal nachgucken, wann bekommen die den Nachwuchs? Aber das können wir mal ganz kurz machen. Nächstes Tier, da gibt es noch keine Anzeichen für Nachwuchs. Schade. Wir haben jetzt 30 Stück. Ich weiß auch gar nicht, wie viele in den Stall überhaupt reinpassen. Ich glaube, das sollten, ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass da 40 Schafe reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass da irgendwann noch ein Nachwuchs kommt. Oder wir müssen noch mal 10 Stück kaufen irgendwann. Aber ich will halt auch noch Kühe kaufen. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Die sind halt noch eine ganze Ecke teurer. Weil dann schön mit Milch, das wäre halt auch noch eine tolle Sache. Vielleicht kann man die Milch ja auch noch weiter verarbeiten. Ich habe da nämlich gesehen, es gibt so ein Butterzentrifuge oder ich weiß nicht, wie sich das Ding schimpft. Dass wir da eben Butter zum Beispiel machen könnten. Ich sag mal, gerade bei so wenigen nicht Schafen, bei so wenigen Kühen wäre das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Lass uns mal kurz in unserer tollen Preis-App gucken, was es für Milch an Geld gibt. Guck mal, Milch sind 650 Euro, das ist ja gar nichts. Und Butter. Butter sind halt 1000 Euro. Das ist schon eine andere Hausnummer. Ja, wobei es sind halt ja, 350 Euro pro 1000 Liter mehr. Es muss halt auch erstmal die Apparaturen bezahlt werden. Damit wir da das auch machen können. Aber ich denke mal, so teuer dürfte das gar nicht sein. Ja, so dieses stumpfe Hoch- und Runterfahren ist halt auch ganz schön anstrengend. Oh, vorsichtig. Na, halt. So, aber wir kommen doch gut voran, muss ich sagen. Gucken, ob wir das jetzt noch schnell schaffen hier. Das muss doch eigentlich klappen. So, ups, nicht auf das andere Feld drauf fahren. Und weiter geht es. Ja, wenn wir jetzt noch einen dritten Kollegen dabei hätten, hätten wir hier richtig Rambazamba machen können.
Aber auch so geht das, würde ich sagen. Und wir haben halt während so einer Arbeit auch mal einfach Zeit, sich ein bisschen Gedanken zu machen, wie die Zukunft aussehen soll. Also sagen wir so, wenn der Sauf sagt, wir bekommen mindestens 35.000, vielleicht sogar ein bisschen mehr für das Auto. Sagen wir mal 35. Dann sind wir bei knappen 60.000 Euro, die wir auf dem Konto haben aktuell. Wir brauchen, ja, dann, ist jetzt die Frage, wollen wir wirklich in eigene also Wender und Schwader investieren oder weiterhin die von Meinsma uns leihen und dafür vielleicht wirklich sagen, wir holen uns ja den Palettenanhänger auf jeden Fall plus die Kühe. Kühe halt. Das wäre vielleicht sogar schlauer, dass man vielleicht sagt, man holt sich erstmal 10 Kühe. Da müssen wir vielleicht auch mal mit dem Mainzmar reden, ob man da von ihm Kühe bekommt, die schon Milch geben. Weil das wäre halt auch gut, weil wir normalerweise bei jungen Kühen ist es ja so, dass man ein Jahr warten muss, bis die eben gekalbt haben. Und ja, da zahlen wir einfach drauf, ja, im ersten Jahr, und das ist gar nicht gut. Hier jagt wieder das Flugzeug drüber. Das ist, weiß nicht, hier muss irgendwo ein Flugplatz in der Nähe sein, weil das immer so auch im Tiefflug hier längs jagen tut. Ah, guck mal, wir kommen hier langsam ans Ende, glaube ich. Da würde ich sagen, dass wir hier vorne, da muss ja der Kollege selbst einmal hinkommen. Wir machen da mal weiter, wo es ein bisschen breiter wird. Oder wir fangen auch von hinten an jetzt. Genau, das machen wir. Wir machen einmal hier den Ding. Dann gucken wir mal, ob das... Ja, es wird eng für uns. Aber es sollte passen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, aber wir machen hier mal noch so ein bisschen Feinarbeit. Also, das geht gar nicht weg. Ja, dann nicht. Dann nicht. Ja, alles gut. Wir sollten die Maschine auch anschmeißen. Ja, ein schmaler Streifen bleibt. Ah, wir schaffen das genau fertig zu werden mit Ende der Folge. Das ist sehr gut. So, er fährt auch noch mal nach hinten. So, und da wird es langsam spitz und dann sind wir durch, würde ich sagen. So, den Rest kann er selbst machen. Wir hauen ab. So, bringen wir die erstmal zurück. Aber wir sind auch erst einmal jetzt hier fertig für den Moment, ihr Lieben. Am Montag, morgen. Morgen geht's weiter schon mit der neuen Folge. Schaut gerne wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, ciao. Bis dann.